Ja, hallo Leute, schöne Grüße an alle Zuhörer da draußen zur Weihnachtsfolge von Abwasser Talk, Leute. Und ja, wir haben heute wieder unseren Stargast dabei, den Sascha. Wir grüßen dich, Sascha. Hallo, ihr beiden. Wir grüßen auch natürlich, oder ich grüße auch alle Leute da draußen. Klaus, du klingst so müde. Hast du heute noch den ganzen Tag Weihnachtsgeschenke geshoppt oder was? Das ging ja gar nicht mehr, ne? Weihnachtsgeschenke? Ja, ich hab alle. Ich weiß nur, meine Tochter kriegt ein Schminkherz. Ein Schminkherz? Okay. Kennt ihr ein Schminkherz? Nein, kenne ich nicht. Ich kenne ein Schminktisch. Aber aufklappen, da ist so ein kleiner Pinsel drin und dann kann sie sich die Backen mit so Rouge anmalen. Okay. Ich war mit ihr mal einmal auf... Aber die hört doch bestimmt den Podcast, da darfst du doch jetzt gar nicht verraten, was da zu Weihnachten... Ach, die hört doch den Podcast nicht, was wir hier alles für... Außerdem, es wird sich... Nee. Ich dachte, sonst kommt die ja nie auf diese 100 Follower. Oh, ist das böse. Ist das böse. Ja, aber jedenfalls auch Hallo an die ganzen Follower. Das ist natürlich großes Kino, hier immer mit am Start zu sein. Ist Lisa nicht eigentlich immer eine Frage? Lisa, die war doch auch schon auf Kläranlagen. Die ist doch schon ein Abwasser-Fan, oder? Ja, weißt du, wenn die immer mitkommt, ich nehme mich ja manchmal mit und dann sagt sie immer, wir fahren von Kunde zu Kunde. Dann sagt sie immer, von Kunde zu Kunde, sagt sie immer. Das ist ihr Spruch für Dienstreise. Sascha, hast du auch schon deine Weihnachtsgeschenke eigentlich alle? Ja, Amazon bringt ja heutzutage immer recht schnell. Krass, ne? Müssen wir jetzt eigentlich sagen, weil wir jetzt schon richtig professionell sind, dass es keine bezahlte Werbung ist? Genau, und es ist ja keine bezahlte Werbung. Ich könnte ja auch anderen Lieferdienst sagen, aber es mir fällt gar keiner ein. Also ich streiche von Amazon Provision dafür ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Von Amazon und was weiß ich, was noch wichtig ist, Nike, mein Pullover oder so. Und das seht ihr jetzt nicht, aber ja, ich nehme alles. Ihr macht ja schon so bald die Millionen über Merchandising. Wir sind angefragt worden von den ganz großen Playern. Die DWA hat uns gefragt, ob wir nicht gerne mit denen auch was zusammen machen wollen. Die ganz großen. Direkt nach Nike kommen die. Nee, war echt cool. Der Stefan Brücker, der Pressesprecher der DWA, hat angerufen bei uns letzte Woche und hat gefragt, ob wir nicht einen Podcast machen können über die Kanalzustandsuntersuchung der DWA, die ja gerade wieder, der Kanalzustandsbericht, der gerade wieder rausgekommen ist, war ja in der KA groß drin und auf den verschiedenen Plattformen. Und das ist eine Ehre dafür uns, dass wir da mal angefragt werden. Echt cool. Also ja. Ich hätte mich auch gern mit Hintergrundinformationen gefüttert, damit ich hier mal so ein bisschen was durchblicken lasse, aber ich weiß ja nicht, um was es heute geht. Also wahrscheinlich nur mal schauen, wie viele Folgen habt ihr denn bisher schon? Also wir haben uns schon ein bisschen vorbereitet, Sascha, weil das ist ja Kritik auch von dir und anderen gewesen, dass wir uns mal gut vorbereiten müssen. Und wir haben schon uns vorbereitet heute. Wir werden dir schon auf den Zahn fühlen, das wirst du schon sehen. Und nachher noch ist hier nicht einfach so, hier mal ein bisschen gute Laune gequatsche. Sondern das ist knallharter Journalismus, den wir hier betreiben. Ja, also ich weiß, also jetzt habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke, so, ne? Da waren wir ja stehen geblieben, dass das... Ja, hast du denn alle Weihnachtsgeschenke schon? Müssen wir dich ja auch fragen. Ja, ich habe auch schon eigentlich alle Weihnachtsgeschenke, aber ab und zu fallen mir immer noch Geschenke ein. Und dann gehe ich einfach mal schnell auf einen ganz guten Lieferanten. Der wird auch schon genannt. Ihr müsst ja draußen wissen, ne? Daniel ist der beste Geschenkeschenker, den es gibt. Wirklich. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der so geile Geschenke verschenkt wie Daniel. So mit Gedanken über seine Freunde und so. Und ja, ich habe heute noch eine Tom Brady-Aufstellfigur bei mir auf der Wohnwand stehen, weil wir sind ja totale Football-Fans. Und da hat mir Daniel mal so ein, weil ich bin ja Tom Brady-Fan, wer das kennt, ne? Und da hat er mir mal so eine Aufstellfigur von Tom Brady geschenkt. Und die steht heute noch bei mir vor so einem Brief, den du mir mal geschrieben hast, bei mir auf der zu Hause da. Also echt, ja, Daniel kann gut Geschenke schenken. Also wenn ihr einen coolen Freund braucht und mal ein geiles Geschenk haben wollt, müsst ihr Daniel zum Freund haben. Also dein jetzt liken ist, sie ihn alle. Jetzt liken sie ihn alle. Ja, genau. Ich beschenke euch immer dann. also Klaus, ich habe jetzt da rausgehört, Tom Brady hast du als Lieblingsspieler beim Football. Sascha, hast du eigentlich auch einen Lieblingsfootballspieler? Hatte ich einen Lieblingsfootballspieler. Ich habe ja wie heißt er denn jetzt wirklich, der Handy? Derrick Henry. Derrick Henry. Jetzt müsst ihr mal raten, wer Daniels Lieblingsfootballspieler ist. Aaron Rodgers. Oder? Mein Lieblingsfootballspieler. Ich würde gar nicht sagen, dass ich einen Lieblingsfootballspieler habe. Wenn, dann Aaron Rodgers, ja.
Ja, aber sonst ist es eine gute Frage, ne? Es ist halt auch eine schwere Frage, ja. Ja, an dieser Stelle sei natürlich erwähnt, dass der Daniel uns natürlich in Fantasy Football abgezogen hat. Also hat sich natürlich wieder raus, Fachwissen, ne? Hat sich Fachwissen wieder auch durchgesetzt und nicht einfach mal, ach, ich mach mal mit, ich weiß gar nicht, was Fantasy Football. Nichtsdestotrotz hat es irgendwie mal die amerikanische Football-Liga gegeben. War sehr unterhaltsam. Aber wir wollen ja hier auch nicht den Romantikern Konkurrenz machen. Deswegen darf Daniel sich noch mal kurz feiern. Danke. Ja, also ich muss ja auch noch die Playoffs bestreiten. Ihr spielt ja noch um die einzelnen Plätze im hinteren Mittelfeld. Außer Klaus, der spielt noch um ganz hinten mit. Nee, also ja, danke. Es war wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ist aber auch schon zeitintensiv. Ne? Man beschäftigt sich wirklich dann auch insgesamt mehr mit Football. Und ja. Naja, egal. Aber apropos zeitintensiv, Leute. Was auch noch zeitintensiv war dieses Jahr, war der Abwassertalk. Ist ja viel Zeit reingeflossen, muss ich mal sagen, ne? Und, warum, Klaus? Warum? Weil uns das Spaß gemacht hat. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Also müssen wir echt mal sagen, wir haben gesagt, wir haben uns überlegt für die Folge heute, für die Weihnachtsfolge, wir machen nicht nur eine Weihnachtsfolge und haben hier geile Mützen und Brillen auf, die ihr jetzt nicht sehen könnt, aber ihr seht das eine Bild, was wir da posten, sondern wir machen auch einen Jahresrückblick. Nicht nur Weihnachten, Weihnachten ist auch wichtig, aber mal zurückblicken aufs letzte Jahr. Wir haben das ja dieses Jahr gestartet und ja, es hat viel Spaß gemacht und wir haben gedacht, wir gehen mal so durch. Und erzählen wir euch vielleicht auch ein bisschen so Hintergründe, was hinter den Kulissen so passiert. Ja. Ja, darf ich denn jetzt als mehr oder weniger Außenstehender mal fragen, bis ihr jetzt denkt, Mensch, letzte, heute ist die 26. Folge? 26. Folge, genau. Genau. Hätte die 24. auch sein müssen eigentlich. Zu Weihnachten, ah, egal. Die 26. ist halt der zweite Weihnachtsfeiertag, geht dann auch. Meint ihr, da ist jetzt schon das erschöpft oder ist da jetzt einfach so ein Portfolio an Hintergrundwissen da, dass man da wirklich noch irgendwie das mindestens ein Jahr weitermachen kann? Ja, das ist eine ganz einfache Frage, die kannst du dir vielleicht auch selbst beantworten. Glaubst du, man lernt im Abwasser je aus? Ja, man lernt dazu, ne? Aber oft auch nur Scheiße. Nein, Abwasser ist halt immer Scheiße. Das ist einfach so. Das ist ein wahrer Spruch. Frank Große hat ihn geprägt von den Stadtwerken Jena. Da saßen wir halt und dann saßen wir, das ist einfach scheiße. Naja, Abwasser ist halt immer scheiße. Das ist halt ein Spruch, so, den sagt man halt so. Und ja, aber Sascha, um die Frage zu beantworten, ich sag dir, wir haben jetzt schon wieder, eine Folge ist ja noch gar nicht veröffentlicht, wo wir das hier aufnehmen. Nehmen morgen noch eine Folge auf, wir nehmen am 28.12. noch eine Folge auf. Sehr interessanter Gast, kann ich nur sagen. Und dann haben wir im Frühjahr, also ich kann das ja sagen, am 28.12. interviewen wir die Frau Antakiali, Frau Dr. Antakiali ist Wasserbereichsleiterin, also alles, was mit Wasser zu tun hat, bei Sweco. Sehr interessante Person, freue ich mich richtig drauf. Nächstes Jahr werden wir den Bundestrainer der Deutschen World Skills Challenge interviewen, im Frühjahr, den Hilmar Tescht heißt er. Also nicht Jogi Löw. Okay. Ja, das ist der Jogi Löw des Abwassers, so hat er sich selber genannt. Wirklich jetzt? Ja. Und es gibt ja in der Welt so eine World Skills Challenge, nennen die sich. Und da werden quasi verschiedene Ausbildungsberufe treten gegeneinander an. Und da gibt es ein Bundesteam, eine Nationalmannschaft dafür. Und die stellt der auf. Und den interviewen wir nächstes Jahr. Und wie gesagt, dann sollen wir diesen Kanalzustandsbericht, den Dr. Falk, werden wir wahrscheinlich interviewen dort. Ist auch ein interessantes Thema. Und ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen. Eine interessante Folge ist noch, nächste Woche nehmen wir noch einen auf, da kommt noch ein Kläranlagenmeister, der ist Künstler und nimmt Aufnahmen von alten, verlassenen Kläranlagen, macht er. Auch total spannendes Thema. Also wir haben, Sascha, um die Frage zu beantworten, wir finden immer ein Thema und solange man die Augen offen hält, immer was Interessantes. Und wir haben noch immer auf Agenda, die Pressesprecher von den einzelnen DWA und Regelblättern einzuladen, um mal ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen. Das haben wir auch immer noch auf dem Zettel. Ist auch in der Planung. Das sind alles Neuigkeiten, die wir am Ende dieses Podcasts auch nochmal genauer erzählen, Herr Klaus.
Ja, also das, was ich jetzt erzählt habe, ich habe da schon wieder alles rausgeballert. Ja, ne? genau. Schon wieder alles rausgeballert. Von man muss ja die Leute aber auch bei Laune halten. Jetzt, ja, man muss jetzt einfach noch da sagen. Sind, die hoffen ja, dass wir noch ein paar Weihnachtsgeschichten erzählen oder wenigstens die besten Anekdoten unserer Weihnachtsfeier. Aber ihr könnt ja erst mal sagen, habt ihr jeweils eine Lieblingsfolge? Das ist gut, Sascha, dass du Sascha, das ist, Fragen, die wir stellen Witz, wollen, wegnimmst. Ey. Ich finde das gut. Ey, weißt du, wir haben uns vorbereitet, machen hier so einen kleinen Programmablaufplan, einmal mal wieder seit 20 Folgen gefühlt. Und jetzt moderiert er uns hier weg, der Sascha. Der moderiert uns weg. Weißt du, warum? Aber wir haben eine Lieblingsfolge. Ich sag dir jetzt meine Lieblingsfolge. Obwohl, wir dürfen eigentlich nicht sagen, dann sind ja manche sauer. Aber wir haben uns doch gefragt, an welches Thema erinnern wir uns zuerst, haben wir gefragt uns. Daniel, an welches Thema erinnerst du dich zuerst? Also ich persönlich erinnere mich als erstes an die Folge mit Manfred Fischer. Ich fand Manfred Fischer, der hat halt schon viel erlebt. Ne? Und ich fand auch gleich den direkten Einstieg mit Indirekteinleitern, wo er so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wo er das damals noch bei der Behörde überwacht hat. Und dann aus der journalistischen Ebene, bis zur journalistischen Ebene nachher gegangen ist. Das fand ich mega interessant. Und ja, ich glaube, mit dem Manfred Fischer kann man abends gut ein Bierchen trinken oder man hätte ihn auch zur Weihnachtsfolge einladen können. Ich glaube, der hätte so viele Geschichten erzählen können. Wären wir nicht zum Reden gekommen. Dann wären wir nicht zum Reden gekommen, richtig. das wäre dann so eine Märchenstunde geworden, aber ja. Den Landwirt werden wir auch nochmal cool. als Gast haben. Den werden das wir auch nochmal ziemlich, ziemlich cool, ja. Was ja, meine erste Erinnerung wäre die Pia Kim Schaper gewesen von der DPS, von der Zeichen. Die war ja in der dritten Folge dabei bei uns und die hatte so eine tolle Stimme gehabt, als einfach zum Reden. Die hat so eine richtig tolle Stimme, wo man zuhören kann. Vielleicht ging euch das als Zuhörer auch so. Ich kann euch die dritte Folge nochmal empfehlen, hört euch die nochmal an. Die war auch sehr professionell und kannte sich aus, wie man das alles macht und so. Also richtig. Die hatte doch einen Moderatorenlehrgang gemacht, oder? Hatte ja, ja, also das hat mich beeindruckt. Da habe ich viel gelernt und das habe ich so. Das war auch noch so richtig armselig, ne Klaus? Da hatten wir noch gar keine Mikrofone. Und um das nochmal einmal kurz mitzunehmen, die Zuhörer mitzunehmen, die ersten Folgen, die waren ja eigentlich noch ohne Mikrofon. Man hat eigentlich nur das Mikrofon vom Laptop aufgenommen. Dann hatten wir auch noch keine Effekte drüber gelegt. Jetzt mittlerweile schneiden wir es ja so ein bisschen zurecht mit Programmen, die dafür geeignet sind. Im Nachhinein, also wir schneiden jetzt nicht mehr so viele Textpassagen raus, aber da kommen nochmal Filter drüber, damit unsere gesamten Sprachfehler nicht so stark im Vordergrund stehen. Und wenn man sich die Folge mal anhört, sie klang da eigentlich schon perfekt. Und wir haben halt noch so gewirkt wie, weiß ich nicht, wie haben wir gewirkt, Klaus? Wie Einsteiger im Podcast-Geschäft. Inkompetent, authentisch aber auf jeden Fall. Nein, okay. Das war auf jeden Fall was, aber Sascha, dann was ist deine Lieblingsfolge gewesen? Ich überlege, ich habe ja, sagen wir mal, 80% aller Folgen gehört. Jetzt hatte ich versucht, heute noch mal ein bisschen aufzuholen und bin jetzt ja mit Deckelkalle gleich befreundet auf Instagram und haben gleich Fotos ausgetauscht. Das ist gut. Der ist ja Fan von euch, ne? Wegen dem Deckel, den ihr habt. Genau, und hat ihn auch noch den neuen geschickt und natürlich, das hatten wir ja auch schon gesehen, dass es halt mittlerweile Leute gibt, die da T-Shirts drauf herstellen, also einfach ein weißes T-Shirt drauflegen, dann sozusagen mit so einem Roller rübergehen, dass dann da Tinte oder Stempelfarbe drauf bleibt und dann hast du dann einen schönen Abdruck. Das ist natürlich ziemlich simpel zu machen und ist ja auch schön, wenn das so ankommt, wenn man dann nachher da irgendwelche... Und ich habe mir jetzt aber auch gesagt, wenn ihn irgendwann mal die Ideen ausgehen für seine, also der für seine Deckel, dann kann er natürlich auch irgendwann mal zeigen, was unter den Deckeln ist. Aber natürlich der aus dem Vatikan war das jetzt der eine goldene Deckel, der sieht natürlich top aus. Also da kann man natürlich nicht mithalten. Das ist ja schon Kunst. Hast du gesehen? Der eine Kommentar hat mich beeindruckt. Bei dem Deckel, den habe ich ja fotografiert, als meine Tochter im Vatikan, ist eine geile Story übrigens, ne? Da war meine Tochter gerade angefangen zu laufen, vielleicht so anderthalb, die Lisa, anderthalb, zwei. Dann waren wir im Petersdom. Und dann ist ja so abgesperrt, ne? Das war noch vor Corona, das ist alles so mit so einem Samtdingern abgesperrt. Dann geht es im Petersdom so um fünf Ecken, dann siehst du da hinten so, geht es irgendwo weiter, da darf man als Gast gar nicht hin, ne? Da steht die Schweizer Garde, da darf man nicht vorbei. Auf einmal, Lisa, die läuft unterhalb von so einer Absperrung durch im Petersdom und läuft hinten weg um so eine Ecke in dem Dom weg, ne? Dann war die weg. Und da habe ich nur gedacht, komm zurück, ich kann doch hier nicht schreien in diesem komischen Dings, ne? Und Gott sei Dank ist sie dann sofort zurückgelaufen gekommen, ne? Ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, was mache ich jetzt, wenn der Papst Franziskus da hinten um die Ecke läuft, ja? Und da läuft die Kleine dahinter, ne? Aber das war krass. Und dann habe ich halt, als sie dann wieder da war, ist mir dann dieser Deckel aufgefallen.
Und der eine Kommentar zu dem Deckel war ja, dass dieser Deckel 1943 gesetzt wurde. Habt ihr das gelesen? Steht nee, gelesen Anno Domini, nicht. An Namen des Herrn 1943. Also während des Zweiten Weltkriegs wurde der gesetzt. Hat mich beeindruckt, dass man solche Kunst während des Zweiten Weltkriegs gemacht hat. Also aber da würde mich ja wirklich mal interessieren, was da drunter ist. Ja. Musste halt Dan Brown lesen hier, ne? Das Sakrileg. Oder ich gehe mal hin und das will ich mal öffnen. Nimm den Deckel. Oder gehst du mit dem Schachthaken einfach mal rein, mit dem Schachthaken machst du den einfach mal auf. Ich glaube, hast du da auch die Schachthaken eigentlich gesehen? Waren die auch vergoldet? Da waren keine Schachthaken. Das war Marmorboden. Du warst noch nicht in Petersdom, oder? Nee. Also es ist ein Erlebnis. Das ist. Da denkt man, wenn man da reingeht, da denkt man einfach, wenn das jemand jemals wieder schnitzen würde, diese ganze Zeug aus Marmor, diese ganzen Figuren, ne? Das sind Milliarden, Billionen an Kunstwerken, die da drin sind. Ne? Das ist so beeindruckend. Und jeder Papst will sich da irgendwie verewigen. Ne? Und wahrscheinlich hat der Papst keine Statue gekriegt, der hat einen Schachdeckel gekriegt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja. Papst Pius oder was weiß ich, was da drauf stand. Ja. Na egal. Also das ist deine Lieblingsfolge. Ich fand die auch ganz toll mit dem Deckelkalle. Von dem kann man auch sehr gut lernen, wie man mit Instagram umgeht. Also richtig gut vernetzt. Ey Sascha, kanntest du eigentlich vorher das Dresdner Modell? Nee, habe ich auch parallel dann gegoogelt, wo du gesagt hattest, ja. Was da jetzt so Besonderes dran ist. Das ist natürlich, auch wie er es erzählt hat, das war natürlich ganz einleuchtend. Und natürlich stellt man ja mehr und mehr fest, dass halt heutzutage vielleicht die Qualität doch nicht mehr so gegeben ist von dem, was man halt da jetzt so baut. Oder auch wenn man durch Berlin fährt, sieht man ja auch oft, dass da so eine Deckel sich absenken. Und dann fragt man sich ja auch, ist das jetzt alles so gewollt, dass da nach 5 Jahren irgendwie schon alles im Argen ist. Und dann gibt es natürlich diese Uraltdeckel. Und wenn man das jetzt wirklich hochrechnet, dann sind es natürlich enorme Kosten, die dann irgendwie so anfallen. Und dann ist natürlich aber auch sehr interessant, dass man das halt mal so durchleuchtet hat und die Lösung letztendlich wieder das ist, wie es früher war. Also, ja, wie es früher war. Also einfach auf Qualität zu setzen, jetzt vielleicht nicht irgendwelchen billigen Mörtel dazwischen schieben und natürlich auch dieses Setzungsverhalten von Holz irgendwie da zu beachten. Das ist natürlich alles ja so gegeben und es ist halt wirklich das Aushängeschild und es ist ja auch das, wo du halt ja 5 Jahre nicht mehr ran darfst, wenn du eigentlich eine Straße gemacht hast. Dann ist ja erstmal dann auch zu und dann sagt dann auch die Stadt, ey, wir haben jetzt hier alles gemacht und jetzt ist da drunter. Deswegen muss man sich auch absprechen mit den ganzen unterschiedlichen Netzbetreibern, wenn die halt in so einer Straße mal runterbuddeln wollen, dass dann alle da rangehen in der Zeit und es ist natürlich auch in einer Stadt wie Berlin ziemlich komplex, da jetzt irgendwie tätig zu werden und das erstmal dann zu sagen, in 3 Jahren gehen dann alle dann aber auch mal, der Erste fängt an, weil er ganz oben liegt mit seinen Gasleitungen und nimmt die erstmal raus und dann kommen alle anderen, verlegen da auch ihre Leitungen und dann ist alles wieder schick. Das stellt uns ja gerade auch für enorme Herausforderungen, wenn wir zum Beispiel unser Druckleitungsnetz sanieren wollen. Das ist halt, da immer Stückwerk zu machen, ist halt kompliziert, wenn du dann aber immer sagst, wir müssen jetzt aber die ganze Hauptstraße mal irgendwie für ein halbes Jahr aufbutteln, dann kriegen wir dafür auch keine Genehmigung. Und das ist halt, wo du dann natürlich vor irgendwelchen Herausforderungen gestellt wirst und dann auch immer rechnest mit Rechnungsmodellen, wie lange kann denn das noch gut gehen, wenn es aber irgendwie, wenn du dann in ein gewisses Alter kommst, dann ist das halt auch irgendwie schwierig zu sagen, es hält jetzt nochmal 30 Jahre. Also du hast bei der Folge echt viel gelernt, ne? Merk schon. Du hast mehr behalten wahrscheinlich als ich. So, Klaus, hattest du eigentlich eine besondere Folge, wo du ganz viel gelernt hast? Also ich fand die Klärschlamm-Folge ganz toll. Das hat mir am meisten, also das hat mich beeindruckt, dann wie der Tobias Schröder hieß er, ne? Ja. Der ist ja Landwirt und der hat uns ein bisschen das ganze Thema Klärschlamm aus Sicht eines Landwirtes. Und ich höre das ja, habe das ja immer nur so von der Abwasserseite gehört und die Landwirte sind alle dumm und so, ne, und wollen nur, und das ist nicht so, ne? Also das ist eher, da gibt's auch klare Ziele, und die wollen auch nicht ihre Böden vergiften oder das Grundwasser vergiften. Und ich fand es beeindruckend, wie tief er sich damit auskannte mit dem Thema, Klärschlamm und so weiter. Und wie ganz andere Sichtweise er auf das Thema hatte. Also es hat mich beeindruckt, es war die, ich glaube, die 5. Folge war das, ne? Die 5. Genau. Das fand ich toll.
Kann man auch mal reinhören. Also ich fand das richtig gut, auch wie er erklärt hat, Mikro- und Makro-Nährstoffe in diesem Klärschlamm. Und das hat, da habe ich was gelernt bei. Also das habe ich mir gemerkt. Ja. Also ich persönlich fand die Folge mit Herrn Hetzel besonders interessant. Also da habe ich sag mal, nicht Insider-Informationen, wahrscheinlich ist es bekannt, aber wieso DWA-Merk-Regelblätter entstehen allgemein. Man lebt das ja irgendwie in der Praxis und all das, was man so lebt, das weiß man ja nicht so wirklich, wie das entsteht und was da so die Grundvoraussetzungen sind. Und wie er das erklärt hat und was so auch die Zyklen sind, dass zum Beispiel ein Regelblatt dann veröffentlicht wird oder ein Merkblatt, wie das entsteht, das fand ich persönlich am ja, vor allem der Unterschied. Also es kann die wenigsten erklären, was der Unterschied zwischen einem Arbeits- und einem Merkblatt ist. Ja. War die Folge 20, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. War damals Jubiläumsfolge, Folge 20. Kann man auch nochmal reinhören. Herr Dr. Hetzel war auch ein sehr, sehr kompetenter Gast, muss ich sagen. Hat richtig Spaß gemacht, damals das aufzunehmen. Ja, kann man sich auch nochmal reinziehen, ne? Also natürlich die Nachhaltigkeit hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Das war Folge 13. Das war mit unserer Gastmoderatorin, die Stefanie. Genau, weil ihr natürlich auch mal eine Gastmoderatorin habt und natürlich dann auch mal, was letztendlich einen zum Nachdenken gebracht hat. Nachhaltigkeit, wie ihr auch das klar dargestellt hattet, dass ja Ingenieure da, natürlich irgendwie ein Wirtschaftsingenieur da jetzt auch irgendwie errechnen nach den Kosten. Und Nachhaltigkeit ja doch irgendwie letztendlich ja auch ganz andere Belange hat, die dann letztendlich dann da so reinspielen und dass man halt auch eine Produktverantwortung hat und das jetzt nicht nur irgendwie rechnen kann, ja einmal irgendwie Geld ausgegeben und dann gucken wir mal, sondern dass das halt wirklich dann nachhaltig, was das Wort halt schon sagt, dann irgendwie auch so reinpasst, dass es halt keine negativen Folgen verursacht und das ist halt dann auch wichtig. Man hatte gemerkt, bei der Folge fand ich, die hatte auch so ein bisschen Diskussionspotenzial. Ne? Also ich glaube, die ging schon relativ lange, die Folge. Da hätten wir garantiert noch 1-2 Stunden länger sprechen können und auch diskutieren können wahrscheinlich, Hertha. Es war eine interessante Folge. Ja, man muss Folge. Dazu auch wissen, jetzt Blick hinter die Kulissen. Die Stefanie war ja Gastmoderatorin und ist dieses Thema ja mega wichtig, ne? Nachhaltigkeit. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, du bist jetzt Gastmoderatorin im Abwassertalk. Wir interviewen die Jutta Lenz von der, die ist ja für Nachhaltigkeit bei der Stäb in Köln zuständig. Und sie hat sich da wirklich akribisch vorbereitet auf das Thema. Und wir hatten davor bestimmt nochmal 5 Stunden diskutiert über das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ne? Und da haben wir auch schon ganz kontroverse Meinungen zu dem Thema. Also Stefanie und ich jetzt speziell. Ne? Also es ist schon, muss man vielleicht dazu auch wissen. Also es ist schon. Das ist ja auch gerade interessant, wenn man jetzt vielleicht auch nicht immer die gleiche Meinung hat. Dann kommen ja auch letztendlich mal interessante Gesprächsrunden zustande. Das darf man ja auch nicht vernachlässigen. Das ist ja gerade dann ja auch ein sehr konstruktives Meinungsbildung, die ja natürlich auch mehrere Seiten ein bisschen beleuchtet und nicht immer zu einseitig gesehen wird. Da fand ich insbesondere noch die Folge mit der zentralen, dezentralen Entwässerung mit dem Philipp. Ne? Sehr interessant. Ob jetzt oder was bevorzugt wird. Er hatte ja damals, glaube ich, untersucht, inwiefern sich eine dezentrale Entwässerung wirtschaftlich mal wieder lohnen würde. Ne? War das in der Schweiz? Ist an einem Institut in der Schweiz. Ach, in der Schweiz doch. Und ja, es war Folge 18, war das. Ich sage immer so ein bisschen die Folgennummern, falls ihr das nachhören wollt, wenn ihr hier zuhört. Folge 18, Philipp Beutler, der wird mal ganz groß, den müsst ihr euch merken, den Namen. Der ist ja mein Nachfolger bei der jungen DWA-Vorsitzende. Und stellvertretender Vorsitzender, der wird mal ganz groß, der Mensch. Er hat es echt drauf. Also muss man wirklich sagen, auch wie er komplexe Themen einfach darstellt. Wirklich. Und gab es denn jetzt eigentlich auch eine Folge, wo es mal so außergewöhnlich viel Feedback gab? Oder ist das irgendwie mal aufgefallen oder hat sich das irgendwie verteilt? Also persönliches Feedback, wo ganz, ganz viel Feedback kam, war die Kläranlagenform Folge. Welche Folge war das, Klaus? Siehst du das gerade? Es war auch einer der ersten, ich weiß nicht, Top 10. Folge 7 war das, die Neuigkeiten und Kläranlagenform. Da haben viele auch Praktiker was zugeschrieben. Ne? Bei mir ist das so, sprech doch mal über das Thema. Also das war so eine wirklich, wo die meisten auch Anmerkungen kamen. Ne? Das ist schon so, ja. Ja. Naja. Also das war, wir leben ja immer von dem Feedback über Instagram. Und da kamen, glaube ich, die meisten Nachrichten, meisten Interaktionen zu der Folge. Das war schon sehr interessant. Weil jede Kläranlage ja an sich
ich will nicht komplett unterschiedlich ist sagen, sondern aber unterschiedlich nachher letztendlich ist. Ja, wir hatten ja noch so viele andere coole Gäste. Ich fand unsere beiden Kläranlagenleiter cool oder die Abwassermeister, den Marc Sachs und den Samuel Bayer. Die hatten ja über ihre Kläranlagen gesprochen, wie die darüber auch gesprochen hatten. Sehr, ja, wie ihr Baby, ne? Dann hatten wir ja den Deckelkalle hier, Daniel Kallweit und den Frank Mennig von der Stadtinvestment Dresden, alle beide über den Kanal gesprochen. Vom Marc ist mir noch eine Aussage hängen geblieben, die finde ich sehr, sehr interessant. Okay. Er sagt, ganz am Anfang so beschäftigt man sich so eher mit dem baulichen Ding, wie was gebaut wird. Und je mehr man dann in der Thematik ist, desto mehr Gedanken macht man sich dann wirklich auch über die Verfahrenstechnik, ne? Mikrobiologie. Man taucht dann immer tiefer ins Geschehen ein und macht sich dann noch mehr Gedanken, wie kann ich meine Kläranlage optimieren. Oder war das beim Samuel? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Samuel oder Marc? Das waren beide. Der Samuel ist auch der. Ja. Den musst du mal treffen, den kannst du 3 Stunden über einen Verlaufschart von Energie auf einer Kläranlage unterhalten mit dem Samuel. Ne? Schöne Grüße, Samuel. Ne? Du weißt noch, da ist damals meine Tochter bei dir eingeschlafen auf der Kläranlage. Ne? Nur mal zur Info. Das hat sie noch nie gemacht, dass sie auf meinem Schoß eingeschlafen ist. Aber als wir uns 3 Stunden über Energieverbrauchsschemen auf einer Kläranlage unterhalten, das ist sie bei mir auf dem Schoß eingeschlafen. Naja, er ist total ja geil. Also eine Kläranlage steht, ist ja natürlich Betriebsoptimierung das, wo halt natürlich dann auch das Herz durchschlägt. Wenn man jetzt weiß, wie viel, bei welchen Temperaturen und welchen Jahreszeiten dann die Mikroorganismen am besten arbeiten und wann man da irgendwie schon vorarbeiten muss, wenn dann irgendwann Schwimmschlamm entsteht und so. Das ist ja, das weiß ja jeder Klärwerksleiter. Das ist ja dann natürlich das, wo er dann auch nach und nach dann natürlich dann durchsteigt und natürlich dann seine fachliche Kompetenz dann durchblicken kann. Ja, ich fand auch noch gut, wenn wir gerade dabei sind, der Herr Domack, das war ein schönes Gespräch auch, muss ich mal sagen, der hat uns so ein bisschen Unterschied zwischen Ingenieurbüro und jetzt, der ist dann gewechselt von jahrelang bei einem Ingenieurbüro gewesen, Kläranlagen selber geplant und jetzt ist er für einen Verband technischer Leiter dort und ist dann bei einem Abwasserverband oder Zweckverband. Und ja, einfach so auch, dass er so die Erfahrung mal ein bisschen erzählt hat, das fand ich auch ganz cool. Also das war auch eine coole Folge, muss ich sagen. Was ich mir bei ihm gemerkt habe, ist, dass man sich mit seinen Projekten auch als Ingenieur zu 120% identifizieren muss, um wirklich weiterzukommen. Ne? Auch gerade in der Thematik weiterzukommen, Weiterentwicklung, Betriebsoptimierung dann auch zu fokussieren. Und er hat dann nochmal appelliert an alle Jungen, die uns ja auch hauptsächlich hören. Identifiziert euch. Ohne Scheiß, das muss ich dir aber mal reinfragen. Vorgestern hat mich der Jörg Behrendt angerufen. Der geht in 4 Monaten in Rente, ne? Der hat die Folge mit Deckelkalle gehört. Bei uns im Abwasser-Podcast. Und der hat gesagt, Klaus, euer Podcast, ich habe da jetzt doch mal reingehört, und der ist 64, ne? Ich habe jetzt doch mal da reingehört in euren Podcast. Das ist wie Gute Laune Radio, ne? Aber bei Gute Laune Radio schalte ich immer weiter. Das mag ich nicht. Und von daher, weil du sagst, nur junge Leute. Es hören auch ältere Leute da rein. Also. Genau. Und dann an der Stelle möchte ich auch meinen Studenten recht herzlich grüßen und sagen, Hut ab, wenn du wirklich bis zu der Stelle durchgehalten hast, dann hat sich der Podcast ja doch irgendwie die Weiten der Abwassertechnik irgendwie näher gebracht, weil ich habe ihm mal empfohlen, wenn er so ein bisschen, nicht einfache Kost, aber so ein bisschen unterhaltsam in die Materie eintauchen will, kann er doch gerade in der Lockdown-Zeit ja auch mal in den Abwassertalk reinhören, weil man kriegt ja doch Themen erstmal ziemlich wie in eurer Kategorie, oder wie heißt das, einfach erklärt? Was ist das? Genau. Was einfach geklärt. Ist das da auch immer, dass man so ein Thema schon mal irgendwie anschneiden kann und wenn man dann irgendwie neugierig gemacht wird, das sehe ich auch bei meiner Tochter, wenn ich die immer so frage, ach, welches Fach macht Spaß und welches macht nicht Spaß, na, da wo der Lehrer nett ist, wo der ein bisschen für das Thema brennt, dann hat die auch Spaß an diesem Fach und nicht irgendwie, oh ja, das ist so interessant, das Thema. Man muss das halt auch irgendwie so rüberbringen, als ob es interessant werden könnte. Und das ist halt wahrscheinlich auch euch sehr hoch anzurechnen, dass das wahrscheinlich funktioniert. Mensch, das geht ja runter wie Öl. Das aus deinem Munde, Sascha. Da muss ich ja gleich meine Antwort ändern in Lieblingsfolge. Das ist ja heute. Ja, wir hatten auch noch, ich will ja auch noch die anderen erwähnen. Wir haben noch 2 Gäste, die wir hatten. Und zwar die Jennifer dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Die war ja, das war eine Folge, die auch nicht, war eigentlich auch ganz cool. Da haben wir mal so über die Genehmigungsbehörden gesprochen und was die so den ganzen Tag machen.
Das war auch eine ganz coole Folge, finde ich, weil die Jenny ja auch sehr gut reden kann und auch dafür das Thema halt von der Behördenseite brennt. Ne? Also hat auch Spaß gemacht. Finde ich ja persönlich immer mega interessant, ne? Weil wenn ich mal denke, okay, wie denken jetzt Betreiber, ne? Kanalnetz, Kläranlagenbetreiber, die denken ja auch immer, oh, erstmal muss ich für meine Bürger arbeiten, muss die komplett zufriedenstellen und dann muss ich mich in den Regularien auskennen, ne? Von meiner unteren Wasserbehörde, um die Auflagen zu erfüllen. Und da fand ich das mega interessant. Vielleicht müssen wir einfach mal, weißt du, was wir mal machen müssen, Klaus? Einfach einen Bürger einladen, der vielleicht zufrieden ist mit dem Kanal. Vielleicht mal einen Laien, der keine Ahnung hat. Ja, genau. Ja. Und den mal ausfragen, wie er sich Abwasser vorstellt. Ja. Das nehmen wir uns mal als Thema mit aus. Einen Kunden sollten wir mal. Einen kompletten Kunden, der auf Toilette geht und die Toilettenspülung drückt. Das ist der Abwasserkunde. Ihr verlost dann quasi eine Teilnahme an euren Podcast. Meine Teilnahme am Podcast. Ja, aber bevor wir das jetzt weitergehen, ich habe noch zwei, die wir vergessen haben. Den Sebastian Olszewski müssen wir noch erwähnen, der war noch dabei bei uns. Mit dem haben wir über GIS-Systeme gesprochen, wie die funktionieren, was man da machen und wissen muss. War auch eine ganz interessante Folge. Habe ich mal ein bisschen gelernt, wie man da vorgeht bei dem ganzen Thema. Kann man mal reinhören. Wie hieß die Folge? Mal gucken, das war die Folge Nummer 14, technische Verwaltung von kommt man jetzt gar nicht von so Kanalnetzen auf. Hieß die Folge, okay. Ne? Mhm. Und da kann man mal über GIS-Systeme ein bisschen reinhören, war auch ganz interessant. Und also einfach, da lernt man in jedem Gespräch was. Und was man nicht vergessen darf, wir haben in Folge 8 war das, glaube ich, haben wir natürlich die junge DWA zu Gast gehabt bei uns. Und zwar alle Vorsitzende, die Nicole Stenzel war dabei, der Thomas Brüning war da, glaube ich, dabei und der Jens Jensen. Ich weiß gar nicht, ob der Philipp noch dabei ist. Also es waren von der DWA, vom jungen DWA-Vorsitzenden waren einige dabei und da haben wir einfach mal über die junge DWA gesprochen und das erklärt, wie man da mitmachen kann. Wer jetzt gerade jung ist und das vielleicht hört, hört euch die Folge 8 nochmal an und macht da mit. Das ist eine tolle Sache, dass wir mal von der hohen Quote an grauhaarigen Leuten wegkommen. Nichts gegen grauhaarige Leute, aber ja. Bei der DWA jetzt. Bei der DWA natürlich, na klar. Generell, ne? Also das ist natürlich auch irgendwann müssen wir die halt auch ersetzen und das ist natürlich gut. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob wir über den Heinz schon gesprochen genau, haben. Genau, das wäre noch so ein Punkt, den ich nochmal mit reinbringen würde, Klaus. Ja. Und zwar, du kennst ja, denn hauptsächlich ja die Leute, die eingeladen werden. Ich kenne ja viele gar nicht. Und bei Dr. Heinz Hiegemann, den dritten, vierten, da war ich so fünf, sechs. Fünften irgendwie. da war ich ohne Witz, ne? Das war eine der ersten Folgen, da war ich richtig nervös. Ne? Ich wusste nicht, was jetzt auf mich zukommt. Ne? Hatte eventuell einen Stock im Arsch. Man weiß ja nicht, wie man mit den Leuten dann sprechen soll. Der war mega entspannt. Der war mega, mega cool drauf. Kann auf seine hohen Ebene, auf der er sprechen könnte, kann er auch einfach runterbrechen. Also da bitte nochmal reinhören. Eine mega coole Folge. Ja. Dann wisst ihr auch, warum er der vierte oder fünfte ist. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ob er Heinz der fünfte oder der vierte war? Ich glaube, du hast gesagt, er ist der sechste oder siebte und er hat dann, glaube ich, gemeint, er ist der dritte oder vierte. Ne, der vierte war, wie auch immer. Hört da mal rein, damit ihr es wissen. Hört mal rein, zweite Folge war auch ganz cool. Ging es auch um Geruch, ne? Also wir haben auch über Geruch mit ihm gesprochen. Er ist dort zuständig bei der Emscher Genossenschaft für Geruch. Das war auch ganz gut. Naja. Ja, dann können wir mal so hinter die Kulissen gucken. Daniel, wie entsteht denn so ein Podcast? Erzähl mal. Wie entsteht so ein Podcast, ja. Vielleicht können wir da mal lustigerweise, wir haben jetzt ein Jahr geschafft, sind das erste Jahr jetzt durch. Vor über ein Jahr, das ist ungefähr fast anderthalb Jahre her, haben Klaus und ich damit mal angefangen. Wir hatten mal diese Idee. Wir fahren viel im Auto umher. Kann man nicht während der Autofahrt einfach mal eine Folge aufnehmen? So, ne? Da ging das ja der ganze Podcast-Hype los. Und da haben wir das auch mal gemacht, haben uns selber mal die Folge angehört und dachten, oh scheiße, ne? Man muss hier wirklich auch mal darüber nachdenken, wie man was organisiert, wo der Mehrwert ist. Und das ging gar nicht. Ne? Also das war auch wirklich, das kann man nicht während der Autofahrt machen oder nebenbei.
Da muss man sich intensiv Gedanken drüber machen, wie die Folge aufgebaut ist, wen man dann vielleicht einlädt. Und ja, damit fing dann alles an. Ne? Während Corona haben wir uns dann die Gedanken gemacht, ey, wollen wir jetzt nicht mal den Traum, den wir verfolgt haben vor 1,5 Jahren, mal durchziehen. Ne? Jetzt sitzen wir nicht im Auto, jetzt sitzen wir vorm Schreibtisch. Und dann fing es einfach an. Ne? Wir haben dann einfach mal die erste Folge gestartet. Das war ja auch mit dir, Sascha. Haben wir irgendwie, ja, weiß ich nicht, eine Viertelstunde aufgenommen, haben gesagt, ja, jetzt müssen wir irgendeinen dazu holen. Und dann hast du ja sogar spontan mitgemacht damals. Und ja. Nein, so, man musste jetzt ja ausprobieren, ob das mit Gästen klappt. Und jetzt sehe ich gerade vor Schreck, dass eure erste Folge am 1. April gestartet ist. War das mit Absicht? Nee, das war nicht mit Absicht. Aber sehr gut. Echt? Am 1. April? Jedenfalls hier, wo ich hier reinschaue, steht 1. April als, um nicht schon wieder Schleichwerbung zu machen. Am 1. April, stimmt. Ich dachte, das war im Februar, Daniel. 1. April. Nee, wenn dann März, ne? Irgendwie, ihr habt sie vielleicht ein bisschen früher aufgenommen, aber es war ja direkt in der Lockdown-Zeit. Deswegen beim ersten Leute denken wirklich, das war ein April. Wir sind immer noch im Lockdown. Ja. Wenn ihr uns übrigens mal live sehen wollt, wie wir den Podcast aufnehmen, wir haben nur die allererste Folge auf YouTube mit Video aufgenommen. Ne? Das ist ja auch ein Grund, warum wir es nur audiomäßig machen, weil wir am Anfang schon einige schneiden mussten, weil wir uns manchmal verhaspelt haben, waren noch sehr nervös. Mussten dann auch mal schneiden. Die letzten Folgen, auch in dieser Folge würde ich sagen, bis jetzt mussten wir noch nicht zurückgehen und was schneiden. Ja. So zum Beispiel. Ne? Also es ist zum Beispiel, vielleicht sollten wir in der Zukunft auch, Daniel, können wir uns mal wieder trauen, mal wieder eine Videofolge aufzunehmen. Ne? Na klar. Und man darf das ja nicht vergessen, ne? Hört mal bei YouTube rein und hört die erste Folge mal irgendwie, nee, obwohl die erste Folge, da hatten wir noch keine Filter drüber gelegt. Also da hört ihr noch unsere ganzen Sprachfehler. Guck mal, wenn man Sascha jetzt hört bei einer neuen Folge, der klingt ja auch viel geschmeidiger. Im Vergleich zur ersten Folge. Nee, und dann geht es halt weiter. Ne? Da haben wir uns rangesetzt, haben überlegt, dass beim ersten Mal war das sehr spontan. Jetzt mittlerweile ist das halt, ich will nicht sagen, professionalisiert. Jetzt sprechen wir vorher mit unseren Gästen, erklären ihnen kurz, worum es geht, schicken denen auch eine professionalisierte Einladung mit ausgearbeiteten Themen, über was wir sprechen wollen. Ja, das Ganze, dann treffen wir uns in diesem Meetingraum hier, im virtuellen Meetingraum, da wird eine Audiodatei erzeugt und diese Audiodatei wird dann hochgeladen. Aber bevor die hochgeladen wird, muss die halt noch ein bisschen bearbeitet werden. Entweder einer verspricht sich mal, das ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn dann irgendwie, weiß nicht, sich einer verhaspelt oder sowas, das kommt aber eigentlich, mittlerweile kommt das fast gar nicht mehr vor, hat man das rausgeschnitten und ja, ein paar Filter rübergelegt, wie gesagt, und dann wird es hochgeladen auf so eine Plattform, die nennt sich Podigy und die veröffentlicht das dann auf allen Podcast, gängigen Podcast-Anbietern, also auf Spotify, Deezer, auf iTunes und nebenbei macht Klaus was? Na, ich lade es dann bei YouTube hoch, also ich kriege von Daniel mal die Datei, lade es dann bei YouTube hoch. Ey, jetzt mal gerade, wo wir jetzt sprechen, eigentlich könnten wir auch mal wieder mit Video hochladen, ne? Du siehst natürlich in diesem Video richtig scheiße aus mit dem komischen Filter. Jetzt guckt euch das Bild mal an, das Standbild von der Folge an. So eine richtige Talkshow kann man halt. Wir haben die ganze Folge mit diesem Filter da abgespielt eben. Eigentlich, wir sehen aus wie die Deppen. So richtig. Ne? Hattet ihr eigentlich einen einzigen Gast mal live mit euch beiden zusammen oder war das wirklich alles immer über Schaltung? Nee, das war alles immer über Schaltung. Okay. Wir hatten immer nur Zoom bisher. Ne? Das gibt, ja. Haben wir noch nicht anders. Wäre mal interessant, wie, ob das da mal anders wird. Wenn, jetzt ihr dann mit wenn man Gast mal in einer großen Runde macht. Im Raum, ob das dann besser ist oder nicht, das wäre mal. Also ist das ja eine gute Leistung, das jetzt alles so online-mäßig durchgezogen zu haben. Ja, aber Daniel, was machen wir nächstes Jahr anders oder neu? Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, wer Gäste. Also wir haben noch jede Menge Themen auch. Sascha hatte ja gefragt. Das ganze Pulver schon vorher verschossen. Also wir haben jede Menge, wo ihr auf drei freuen könnt, auch glaube ich, wirklich interessante Themen, die jetzt in den nächsten Folgen kommen. Was machen wir noch? Mein Traum, ja, Klaus, das ist immer noch so eine Vision, die ich habe, wirklich mal so eine aktive Diskussionsrunde zu veranstalten. Ne? Dass man sagt, okay, man lädt jetzt die verschiedensten Gäste ein und man weiß schon vorab natürlich, welche Position der Gast hat. Muss ich das wirklich so vorstellen wie in so einer Talkshow, was Sascha gerade gesagt hat, ne? Muss mal gucken, vielleicht geht das ja dann auch im Realen mal wieder und nimmt das dort auf oder ansonsten hier in dem Raum und dann gibt es halt verschiedene Interessenvertreter, um das mal zu sehen, ne? Also um da auch ein bisschen Diskussionspotenzial hereinzuwerfen. Ja, wir müssen so eine Podiumsdiskussion machen auf irgendeiner Veranstaltung, zum Beispiel auf der nächsten IFAD. Bis dahin haben wir noch ein paar Follower mehr.
Und dann machen wir so eine Podiumsdiskussion und dann dürfen unsere ganzen Fans kommen und Follower mitdiskutieren. Das wäre doch mal gar nicht schlecht. Mal gucken. Live-Fragen reinschmeißen. Mal gucken. Ist die Frage, ob dann alle drei kommen. Na, wenn du ihnen Tickets schickst, dann. Genau, wir laden die dann ein und geben Bier aus, dann kommen die bestimmt. Naja, wir werden wahrscheinlich noch einen LinkedIn-Account machen, jetzt zum Ende des Jahres, bei LinkedIn einen Account machen. Das werden wir angehen. Wir werden einfach mal schauen, inwiefern wir uns da noch weiter auf den sozialen Medien da tummeln ein wenig. Wir sind ja jetzt bei 250 Followern bei Instagram. Das ist ja so die Plattform, die wir so am meisten bespielt haben, sage ich jetzt mal. Ich glaube aber, dass mit LinkedIn vielleicht auch nicht verkehrt ist, wenn wir da was machen. Ja. Da wollten wir nochmal einen Aufruf starten, welches für euch die interessanteste Folge war, um zu sehen nachher, okay, vielleicht kann man bei dem und dem Themengebiet nochmal richtig tief reinpicken. Wir schwimmen ja immer hauptsächlich jetzt in dieser knappen Stunde an der Oberfläche. Das kann man auch alles intensiver gestalten und tiefergehend. Und ja, wir werden dazu nochmal eine Genau, Umfrage lass das doch starten. mal als Umfrage machen. Was war eure Genau. Lieblingsfolge, Daniel? Genau, das starten wir nochmal als Umfrage. Und die meistvergebene Antwort, da werden wir dann mal tiefer hineinschauen im nächsten Jahr. Genau. Oder die Frage, könntest du auch die Frage stellen, welchen Gast sollten wir nochmal einladen? Außer Mein Sascha. Sascha war jetzt oft genug dabei, der muss jetzt erstmal die Für nächste mich Zeit nicht mehr. dürfen sie nicht abstimmen, mich müssen sie ertragen. Dich müssen sie ertragen, genau. Aber das wäre zum Beispiel interessant, mal, wen wir mal wieder als Gast einladen sollten. Also einen haben wir ja schon mal gesagt, den Manfred Fischer müssen wir auf jeden Fall nochmal einladen. Aber ansonsten, wer dann nochmal auftreten darf oder soll. Ja, es geht ja letztendlich auch um die Thematik. Also entweder das Thema nochmal vertiefen oder halt sagen, man hat noch ein Thema, über das man dann so viel Fachwissen hat. Aber es hat ja meistens auch jeder irgendwie so ein paar mehr Steckenpferde, die dann so letztendlich dann auch nochmal als Thematik so ein bisschen durchblicken lassen können. Was würdest du sagen von dir selber? Wo ist dein größtes Steckenpferd? Also wo kannst du am meisten, am tiefsten eintauchen? Was waren jetzt schon die Thematiken, habe ich ja letztendlich mal hier auch wiedergeben dürfen. Natürlich weiß ich zurzeit mehr, als ich eigentlich wissen wollte über Rattenbekämpfung in der Kanalisation. Da durfte ich jetzt nichts zu sagen, aber da ist es ja auch mal schön, nochmal eine andere Meinung zu hören. Also da ist ja letztendlich auch noch nicht Ende am Tunnel und da gibt es ja gerade so viele Thematiken, auch wie pestizidfreie Kommune, was dann so beinhaltet, was ist jetzt eigentlich schlimmer? Ist es jetzt schlimmer, Giftstoffe in den Abwasserkreislauf zu geben oder ist es schlimmer, mit der Ratte irgendwie in so einer Koexistenz leben zu müssen und sich da vielleicht Krankheiten zu holen? Und das ist halt dann was natürlich dann irgendwie viel Bedarf hat, da mal drüber nachzudenken und sich dann auch irgendwie nachher ertappt man sich ja daran einfach gar nicht mehr in die letztendlich in das Produkt und letztendlich in die Funktionalität, die Betrieblichkeit reinzutauchen, sondern man hinterfragt ja schon, wie verhält sich die Ratte? Ist es denn überhaupt schon erforscht? Und dann stellt man fest, da gibt es ja gar nichts. Und da muss man sich erstmal Gedanken machen und stellt halt fest, dass es da auch in der Tierwelt unterschiedliche Charaktere gibt. Und das ist dann halt irgendwie interessant. Man will halt dann seinen Gegner halt auch irgendwie überlisten. Das ist es halt. Man möchte halt dann auch irgendwie Erfolg generieren. Das ist halt das Wichtigste. Und Erfolg wäre halt dann, wenn die Ratte halt nicht mehr da wäre. Oder wenn man halt es anders irgendwie formuliert, was halt so wäre. Und das ist halt, was halt dann so ein bisschen letztendlich so was gegeben hat, was dann so interessant war. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja in der Abwasserbranche so viele Themen. Und wenn man dann irgendwie eintaucht, dass man sieht, ach, da kann man sich ja wirklich irgendwie identifizieren mit und lange auch mit beschäftigen. Und wenn man sich da eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch ein Jahr mal intensiv mit beschäftigt, dann ist man da ja auch schon in die Richtung eines Experten unterwegs. Und dann gibt es auch nicht mehr 100 Leute, die das auch gemacht haben. Also Könntest du dann dir ist man ja auch vorstellen, schon. deine Doktorarbeit darüber zu schreiben? Eine Doktorarbeit, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Also da bewundere ich auch die Leute, die das dann durchziehen. Aber ansonsten ist es natürlich immer eine Herausforderung. Also gerade 5 Jahre sich dann intensiv mit dem Thema oder 3, ich glaube, es sind sogar noch 3. Und dann man schreibt dann noch 2 für, waren wir 5 Jahre für so eine Doktorarbeit.
jetzt in der digitalen Welt vielleicht 3, aber muss halt sich auch 3 Jahre in irgendwas tief eindenken. Und dann ist es natürlich, ob man jetzt einen Doktor in Rattologie hat, ist halt die Frage, ob das dann so zielführend ist. Das wäre doch mal geil, Rattendoktor. Das wäre doch eine geile Sache. Die Leute, wir müssen aber nochmal, also das, fachlich ist alles gut. Ich glaube, wir waren fachlich auch gut unterwegs heute und haben einen guten Rückblick gemacht. Aber wir müssen nochmal ein bisschen in Emotionen reinkommen. Das ist so mein Gefühl. Wir brauchen noch ein bisschen Emotionen, so zum Abschluss heute. Das ist ja die Weihnachtsfolge. Wir müssen noch was Weihnachtliches haben, ne? Von daher. Es ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Du kannst jetzt auch irgendwie noch erzählen, was deine beste Weihnachtsfeier war. Es werden ja sonst so einige schon abgeschaltet haben. Und dann kannst du noch die unterhalten. Die beste Weihnachtsfeier, das darf ich nicht erzählen. Aber ansonsten, ja, das fehlt natürlich jetzt schon. Heute Abend hätten wir eigentlich unsere Weihnachtsfeier in der Firma gehabt. Jetzt sitzen wir, ich sitze mit euch zusammen, ist auch geil. Ne? Aber ansonsten fehlt das natürlich schon so ein bisschen. Und ich freue mich trotzdem so ein bisschen mit Familie in einem kleinen Kreis zu feiern jetzt dieses Jahr. Es wird schon schön. Und für die Kleine ist eh das Wichtigste, dass sie was zum Auspacken haben. Und ja, wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, Geschenke haben wir schon besucht. Mir fehlt halt dieses Jahr das Fackeln. Das ist bei uns so eine Tradition. Wir laufen da immer in Altensteig. Ist das, könnt ihr mal googeln. Super tolle Bilder findet man da von Fackeln. Altensteig könnt ihr mal googeln. Sind wir immer so eine Fackel, so einen Scheiter auf dem Verbrennen hochgegangen und haben, weiß nicht, mit 200 Leuten standen wir da am Berg und haben dann auf die Altstadt dort geguckt und ja, war eine coole Stimmung immer, wird mir dieses Jahr frei fehlen. So wird es wahrscheinlich jedem gehen, ne? Aber ja, irgendwie werden wir es überleben. Sowas durfte ich ja in Berlin nicht machen, weil dann denken die ja gleich, ich bin auch schon mal Querdenker-Demo, wenn ich hier mit so einer Fackel durch Berlin laufe. Also es ist dann ein bisschen gefährlich, aber hört sich letztendlich ja ganz nett an. Was ich jetzt mal ganz witzig fand, die Idee ist so eine virtuelle Weihnachtsfeier, da kriegt jeder so ein Paket geschickt und dann kann er dann seinen Glühwein auspacken und nachher kannst du ein bisschen Weihnachtsmusik anmachen und nachher geht es ja eh darum, miteinander auch irgendwie zu quatschen oder so. Und wenn du dann halt ein paar Glühweins getrunken hast, wird es wahrscheinlich so enden wie wir hier, einfach so ein bisschen Smalltalk über die witzigsten Sachen, die man so gemacht hat und nachher hat man auch nur noch selber Spaß daran. Schauen wir einfach mal. Ja, auf jeden Fall war es geil, dass wir uns hier mal zusammengesetzt haben und ein bisschen resümiert haben. Ich glaube, das war einfach vielleicht mal, kann ja jeder von euch nochmal ein Fazit sagen. Ich sage einfach mal mein Fazit. Mir hat es total Spaß gemacht und finde ich total geil, dass wir es gestartet haben. Ich habe viel gelernt in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr Zuhörer da draußen, ihr hört ja zu. Für euch machen wir das ja auch ein bisschen, eigentlich auch für uns selber, aber für euch auch. Ich habe viel gelernt, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, das kam auch so ein bisschen rüber. Und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die wir aufnehmen. Wir werden da viel lernen bei. Und wenn das sich noch ein bisschen mehr rumspricht und ihr uns vielleicht noch ein bisschen helft, dass wir noch mehr Zuhörer kriegen, das würde uns total freuen. Und das Coolste ist, wenn mal über 5 Ecken jemand bei mir anruft, wie letzte Woche, und sagt, ey, ich habe da was von eurem Abwassertalk gehört, ist ja eine super Sache. Das macht am meisten Spaß. Da freut man sich richtig drüber, dass dann andere Leute sich da auch freuen über das Ganze. Und das hat mir am meisten gegeben dieses Jahr. Und da freue ich mich auf nächstes Jahr. Wenn ihr geile Themen habt, natürlich auch. Daniel. Was soll ich dazu sagen, Klaus? Ich habe das Gefühl bei dir, du bist einfach ein geborener Influencer. Diesen Weg gehst du jetzt nach. Nein, also Spaß beiseite. Mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Man lernt unglaublich viel, muss ich ganz ehrlich sagen, unglaublich verschiedene Leute aus der Wasserwirtschaft kennen, die Themen. Da merkt man halt, dass man einfach an der Oberfläche schwimmt. Viele Themen sind einem gar nicht so richtig bewusst. Man schaut mehr nach links und rechts. Deswegen kann ich das auch nur jedem mit an die Hand geben, hier reinzuhören, zuzuhören, was die anderen über gewisse Themen halt sagen. Und von daher, ja, vielen Dank an alle, die uns zuhören. Gibt uns Feedback, was wir verbessern können, was wir vielleicht auch schon gut machen, wo wir vielleicht tiefer einsteigen sollten. Ansonsten bleibt mir nur bloß noch das letzte Wort an Sascha zu übergeben. Sascha? Ja, für mich ist natürlich danke, dass ich hier ab und an mal Gast sein darf und mich natürlich auch so ein bisschen beteiligen kann. Man lernt ja auch dazu, das ist ja immer das, und man lernt ja auch, sich sozusagen mit so einem Thema auch mal, auch was jetzt ein bisschen fremd ist, mal so ein bisschen reinzudenken. Und mir ist jetzt in der kurzen Zeit doch noch ein sehr interessantes Feedback eingefallen, weil ja auch diese Kategorie Abwasser einfach geklärt irgendwie
mal so weggefallen ist, das war ja heute quasi die Folge Abwassertalk Podcast einfach erklärt. Warum macht man es? Wie kommt man dahin? Und das können wir noch so stehen lassen und dann wünsche ich alle schöne Weihnachten. Sehr gut gesagt. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, wie immer, Leute, auch in der Weihnachtsfolge gilt, ihr wisst ja selber, Abwasser läuft auch an Weihnachten, also Pantarei, das Wasser läuft immer bergab. Ciao, Leute. Ciao. Frohes Fest.